Jo, dann auf zur feuchtfröhlichen Schiffsreise. Obelix, wir müssen wieder mal Steine liefern. Boah! Manchmal verstehe ich die Bootlenkung einfach null. Obelix, kann man das Wasser spielen? Ich glaube, jetzt kann ich ja permanent im Kreis fahren mit den Dingern. Mit dem Boot. Würde mich einfach nur im Kreis freuen. Das kleine Bötchen, finde ich auch herrlich, ist schön angehalten an das Puzzle, was ich mal früher hatte oder was ich immer noch besitze. Da sah das Boot so ähnlich aus wie das Motiv. Also, das Boot hier sieht so ähnlich aus wie das auf dem Motiv. Finde ich auch wieder schön. Das sind so kleine so Sachen, auf die achtet man normalerweise nicht so wirklich. Ist auch kein großes Puzzle gewesen, 500 Teile oder so, oder 200, 500 Teile, egal. War auf jeden Fall nicht viel. Aber wie gesagt, das war mein Lieblingspuzzle damals. Miraculi ist wieder da. Solange wir keine Boden kommen, ist alles okay. Hey, Druide! Wo bist du? Die sind alle her. Diese kleinen, nach Flugzeugklingenden Springer fehlen mir irgendwie ein bisschen. Die so in die Luft und dann wieder. Wir haben wieder 17.000 Helmchen. Helmis! Lass das Schwein jetzt in Ruhe. Hat uns doch nicht getan, das Helmchen. Dann halten wir jetzt nirgendwo hin. So, guten Tag! 57, jetzt gehen aber die Prozente ganz schön steil nach oben, ne? 59, schon knappe 60. Das ist immer so. Immer bis 50 dauert es am längsten und danach geht es irgendwie
die Brezel backen. Hab ich. Die wird jetzt auch mal ausgehen, aber jetzt auch nicht so wild. Dann muss ich den Turm erst hier hochschieben. Sieht zumindest so aus. Komm mit, Obelix! Hilf mit! Nö. Ich armer kleiner Asterix, hab noch nicht mal Zaubertrank getrunken und muss das Ding hier von A nach B räumen. Na komm! So. Was hätte ich's geahnt? Versuchen wir mal unser Glück, oder? Ja, es klappt nicht. Ich hab gedacht, ich kann das entzünden, während die Gegner da sind, aber irgendwie pustekuchen. Hat nie ganz so geklappt, wie ich gewollt habe. Oder gehofft habe. Oder wie ich wollte. So. Obelix, komm es gleich durch. Jetzt geht's. Also. Jetzt müssen wir die ganzen schönen Helmchen einsammeln. Und jetzt sind wir jetzt aber jetzt sind wir aber in der Karibik, ne? Also. Wilder Angriff, diese Stelle ist aktiviert. Ach, ich ist doch richtig gerade gesehen im Augenwinkel. In meinem toten Augenwinkel. Ach, wie sieht denn das denn normal aus? Oha. Ja, ich gehe nochmal kurz zurück. Ich will das auch nochmal sehen. Normalstil. So könnte man zwar weit. Ne, so könnte man weniger weit sehen. Hat was ja mit dem Chunk Loading System zu tun gehabt. Ja? Macht schon viel aus, so ein Remaster manchmal. Oh, Remaster.
nur ein bisschen komisch, dass es halt eben drinnen steht, keine Kontrollunterstützung. Obwohl ich mit Controller spiele, also. Ich weiß nicht, ob das Lava war. Oh, hi. Ja, moin, was mit mir gelandet? Ich habe eine wichtige Information erhalten. Okay. Ein Legionär hat mir anvertraut, dass vor weniger als 3 Tagen ein goldener Lorbeerkranz nicht weit von hier versteckt wurde. Du musst ihn finden. Das ist interessant, aber glaube immer die finde ich gerade nicht. Man merke einmal diese Abfahrt. Oh je. Schön. Danke. Das Schild ist jetzt wieder für ein... Da sollten aber auch die Schilde wieder spawnen, ne? Also ohne Flachs. Weil das ist ja echt mistig, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich mies hier. Geh in Zaubertrank und du musst gegen die Typen hier kämpfen. Ach nee, jetzt echt jetzt? 87 von denen und kein Zaubertrank? Wir wollten doch mal eimern jetzt, oder? Du darfst wirklich nicht mal mit der kleinsten Zehe rein. Anstatt dass du mal einen Schadenspunkt bekommst, dann wieder zurück. So wie es mal früher üblich war. Nein, gleich sofort Instant Kill. Aber wenigstens bleibt das aktiv. Du hast keine Chance, ne? Ranzukommen. Komm, geht mal ein bisschen auseinander hier. Dann treffe ich den noch nicht mal. Gibt's doch nie! Das kann doch nie wahr sein! Der Controller ist nie getrennt, das ist nur so leicht mal. Jetzt gerade mal ein bisschen abgegangen. Fast hättest du es geschafft. Nee, ich war noch nicht mal ansatzweise so weit. Weil das ist wirklich so eine Stelle, die regt mich auf. Sollen sie mir verdammt nochmal einen Zaubertrank geben? Weil ich kann sie nicht aufhalten. Und los.
hab den Controller nicht getrennt. Das Kabel ist magnetisch. Mann. Mann. Ja, das ist magnetisch. Was willst du denn jetzt so verlangen von mir? Alter, das ist an eine miese Stelle. Vor allem, ich kann da jetzt nichts machen, ne? Vor allem. Bin gleich wieder tot. Und ich treff die Kisten einfach nicht. Ich würde mir jetzt hinten das Schild holen und natürlich sofort wieder ablaber, zack, ciao. Das ist nicht normal. Geht auch nicht so. Ich hab gedacht, mit einem Trick kann ich vielleicht. Alter. Jetzt schiebt er sich gleich Dreier weg. Ich sehe hier nichts. Danke. Ey, Mann, ey. Ich versuche sie mir schon immer rauszuschieben und dann klappt's einfach nicht. Weil die so eine beschissene Range haben. Also, Entschuldigung für das bescheuerte Wort, aber die haben eine bescheuerte Range. Das ist Kupf und Kraft. Weil, ist hier irgendwo was, was hier irgendwie einen Zaubertrank gibt? Nee, ne? Stehe ich mitten in der Mitte. Normalerweise, da macht, weiß ich nicht, wie lange Schübe. Und auf einmal macht er nur so ganz kurze Schübe, wenn es so eine Masse ist. Vor allem einer wird mit weggeschoben und der kann angreifen. Danke. Alter, was ist denn? Ja, das ist so behindert. Das ist belastend.
so belastend, ne, mit der Lava. Und jetzt, dass ich den Schild mir geholt habe, da habe ich hier für immer nur 3 Schilde. Jetzt kann ich hier unendlich sterben oder was. Danke. Ja, ich könnte einfach neu laden und nochmal versuchen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Spiels. Du kannst nichts machen, wenn die anfangen zu schubsen, da schubsen die dich gleich so weit, dass du immer in die Lava fällst. Ey, das gibt's doch nicht. Anlauf, ich nehme den Typen, ich nehme einen Typen raus hier. Ja, es ist Wahnsinn, ne? Sind alle auf dem Haufen und treffen mich trotzdem, obwohl ich über die drüber springe, weil die gerade ausholen. Ja. Ja. Ist das wirklich den hier ernst, dass es hier 77 von den Typen sind? Moment. Nein! Alter, gibt's doch nicht! Ich habe mich jetzt gerade gefreut, wenigstens 2 die Keulen droppen. Und auf einmal, ich bin tot. Oh Mann, ey. Ich habe mich gerade echt gefreut, dass wir die Typen so weit runter haben. Irgendwo bin ich wieder hängen geblieben, dass es mich gekracht hat, ey. Oh, Alter. Ich hab nichts zum Heilen. Der nächste Schlag killt mich. Angespannt wie Sitzbogen. Ja.
Nein. Kann auch gefühlt einfach nicht weniger. Alter. Alter, wenn jetzt noch so ein dicker Boss kommt von den Piraten, herzlichen Glückwunsch. Du hast die Messe gelesen. Halten. Nein. Oh, leck mir, mio, mamma mia. Geht's von mir. Speicherpunkt wäre jetzt so schön. Oder Wildschweingehege. Was ist denn jetzt mit Oberlix los? Da ist doch sonst immer so geil drauf, Wildschweine zu verkloppen. Und immer wenn ich es brauche, macht das nicht. So. Ah, da oben ist noch ein Knopf. Siehst du, mit sowas muss man nämlich aufpassen. Oberlix sich also zu wild um sich herumgeschlagen und die Kisten kaputt getrümmert. Hätten wir an den Knopf mal ranziehen können. Puh, das war jetzt gerade eine echt eine schwere Geburt und viel Aufgerege dazwischen. Aber ich muss ehrlich sagen, solche Stellen sind aber auch mies. Vorher denkt, ich habe den Controller jetzt so durch die Gegend gepfeffert. Könnt ihr eigentlich oben Haken dran setzen? Ich habe den maximal runterfallen lassen, also auf die Tischplatte hier. Das sind vielleicht 5 cm maximal. Oh je. Hey, yo, Captain Jack. Oh,
die Römer mit ein. Er hat Gladius und das Schwert dabei. Hey, aua. Da oben, da drüben ist er, da drüben ist er. Den will ich erreichen. Aber was ist denn hier mit den letzten zwei Punkten hier? Irgendwie sehe ich ja keine Punkte mehr. Oh, vielleicht hier oben gewesen. Vielleicht auf die Kisten gemusst, dann oben drauf und hier oben. Bin ich mir nicht ganz so sicher. Drüben ist ein grüner Punkt gewesen. Ist ein grüner Punkt, da hinten ist ein grüner Punkt. Aber hier oben. Da oben sehe ich keinen roten Punkt. Warte mal, hat schon hier gerade irgendwo hier drüben Miraculix gesehen? Dann halt nicht. Auch keine Punkte. Ich spiele wohl die zwei letzten Schalter da. Also ich sehe hier keine Schalter mehr. Ey. Nie unsterben. So. Ich sehe hier echt keine roten Schalter mehr, ne? Irgendwie fehlen hier noch zwei rote Schalter. Ah, ich sehe keine. Also war da hinten in der Ecke doch jemand drin. Nö. Der war echt mistig, der eine rote Schalter hier, ey. Mit der Lava. Ach, da ist einer. Ich habe auch keinen Bock, jetzt dort an der Stelle drauf zu gehen, dann kann die ganze Kacke normal zu machen. Versteht ihr, was ich meine? So. Fehlt noch der letzte. Den vermute ich immer noch da oben irgendwo. Obwohl ich da oben keinen sehe. Ich kann auch die Kamera nicht nach oben schwenken und gar nicht. Also die ist fest. Ich weiß auch nicht, was mir das am Ende bringt, wenn ich alle Schalter gefunden habe. Nein. Nein, 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 nein. Also ich weiß, was ich jetzt bekomme. Ich krieg hier den Lorbeerkranz, wenn ich alle Schalter habe. Aber das ist es mir gerade aktuell nicht wert, dafür mein Leben zu riskieren. Weil wie gesagt, einmal Lava bist du tot. Nur mit der kleinen Zehe berührt ist finito. Ich hatte gedacht hier, ich habe Miraculix gesehen, den Druiden, aber irgendwie auch wieder nicht. Da habe ich als ordentlich geschielt oder war der Wunsch der Fahrt des Gedanken. Halt! Wenn du weitergehst, stößt du auf eine unüberwindliche, fest verriegelte Tür. Okay. Ich werde diese Tür erst öffnen, sobald du die Zone komplett gesäubert hast. Okay.
Obelix! Oh je. Sagen, ein bisschen zu dem Nachladen. Ja. Zwar kriegen wir die ganzen Helme dafür nicht, aber das ist doch einfach. Finde ich cool. Noch 13. Das war okay. Kann ich mit leben. 0. Nicht mal was gemacht, null. Das war ein schnelles Ding. Internetze. Aber ja, wir holen uns jetzt aber trotzdem die Helme aus den Kisten. Wenn wir schon die Helme nicht bekommen haben, dann holen wir uns die Helme aus den Kisten. Fertig aus. 20.000. Rätsel backen. Kurzzeitig hat mir fast null. Hier. Was noch ein Schild versteckt. Da war ein Schild versteckt. Mein Schild. Ein Schild, mein Schild, dein Schild. Eine andere Frage, mal eine ganz andere Frage, weil es mir gerade so in den Kopf kommt. Ihr kennt doch bestimmt den Typen, vielleicht, der hat mal so eine Magier-Serie aus Amerika drüben. Der Typ nannte sich hier Chris Angel und hatte die Serie Mindfreak. So, ich kenne nur noch die Folge, wo er sich aus einem fahrenden Auto befreien wollte, was hier ein Abhang runtergestürzt war und unten in Flammen aufgegangen ist. Diese Folge haben sie nie richtig aufgelöst, weil ich weiß auch nicht warum. Ist der dabei draufgegangen oder nicht? Ich weiß es nicht. Weil das Problem ist, immer wenn ich nach ihm google oder so, finde ich halt eben nicht viel dazu, ja. Was da passiert ist. Weil ich weiß es nicht. Ich hoffe mal, dass er nicht dabei drauf gegangen ist, aber kann ja trotzdem sein. Was für ein Kampf. Ich dachte, dass er nie aufhören würde. Na dann, bravo. Ich mache euch auf. Weil ich weiß, das ist ja alles, das ganze Magie-Zylumbe ist ja alles mit hier Tricks und so weiter gemacht. So, anders hat der Chris Angel ja auch nie gearbeitet. Aber wie gesagt, das ist mir so im Gedächtnis geblieben aus der Serie. Und weil, wie gesagt, die Serie wurde auch dann irgendwie abgesetzt und nicht mehr weitergeführt. Und das gibt dann halt eben so blöde Vibes rüber, wisst ihr? Versteht ihr?
Weil es war schon sehr spektakulär manchmal, was er gemacht hat. Manches war wirklich dann auch hier abseits von Gut und Böse. Wie zum Beispiel der Helikopterflug über keine Ahnung wo lang, wo er sich nur an seiner eigenen Haut abgehangen hat. Das war sehr skurril. Wollen nicht in diese Ecke. Verzüchtig. Verzüchtig. So, was macht ihr hier? Ich weiß nicht, haben die hier wieder Operate oder so? Ich weiß es nicht. Choreografie nennt man sowas auch? Ja, ich weiß. So, ich habe das Maximale an Schilden. Okay. Wieder einmal. Mal sehen, wie lange. Bis ich irgendwo runterfalle. Oh. Bis ich irgendwo runterfalle. Oh. Nee, jetzt, oder? Das überspringe ich jetzt hier. Also, oben war der Kistenfalle auch noch. Hab schon gar nicht gesehen. Da oben war. Nee. So, ciao. Das ist wirklich kein Meter.
Okay, also ich kann keins überspringen. Ich muss direkt da runter. Ich habe es jetzt gerade echt mal versucht. Weil von oben, das sieht so aus, als würde man einfach eins überspringen können. Kannst du nicht. Ich habe es für euch ausprobiert, funktioniert nicht. Ich hab das eine Schild echt hängen lassen können. Vor allem, ich habe schon mit Doppelsprung gearbeitet gerade eben, also hier vorhin. Ich habe schon mit Doppelsprung gearbeitet und bin trotzdem einfach runtergefallen, weil es kein... Ich hätte noch einen Zentimeter weiter nach oben gemusst. Boah. Wo ist Oberlick? Wo ist Oberlick? Ich beiß mir bald die Hand ab. Solche Schubser sind echt das Letzte. Ciao, Pyradonis. Ah, jetzt ist die Polizei noch da. Das ist einfacher. So. Und ciao. Jetzt du. Okay, warum kann ich jetzt hier mit Mach 3 hier hoch katapultieren? Ja, zwei von diesen. Guten Tag. Mal sehen, was ich auf Lager habe. Na, zeig mal. Du kannst jederzeit wieder vorbeikommen. Finde ich gut. Bis zum nächsten Mal. Finde ich gut. Aha. Au. So, eins weg. Aus. Sorgt der Mann mit der Fackel. Und los geht's. Peng. Er hat sich so erschrocken, dass er gleich die Fackel weggeschmissen hat. Und jetzt muss... Oberlix, hilf doch bitte. Jetzt muss wieder der arme Kleine hier alleine schieben. Ohne Zaubertrank. Okay. Hallo. Ich bin schon wieder so massiv über die Zeit drüber.
Weil ich einfach die ganze Zeit einfach nur spiele. Oh, es tut mir echt leid. Wir sind wieder bei 50 Minuten angekommen. Ich würde mal sagen, jetzt hier einen kleinen Break machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, egal wie schwer es auch wird. Bis dahin, macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.